Naja, war wie immer beim Stadtforum eine Veranstaltung, die deutlich gemacht hat, wie dringend das Thema Wohnen auch in der Stadtgesellschaft diskutiert wird. Also ich habe nicht mitgezählt, aber es ist ein Riesensaal, der war hier ausverkauft, ist voll besetzt. Die Leute sind auf die Foren gegangen, haben da eifrig mitdiskutiert. Also man merkt, dass nach wie vor das Wohnungsthema ein ganz zentrales Thema in der Stadt ist. Ein zweiter Punkt ist, dass sozusagen, obwohl wir in der, weiß nicht, wenn wir die Presse lesen, irgendwie denken, es geht nur darum, wie viele Neubauzahlen jetzt endlich geschafft werden, dass eine Diskussion hier war, sowohl im großen Plenum als erst recht dann auch in den Arbeitsgruppen, die sozusagen viel detaillierter, fachlich versierter die Details besprochen haben. Und da ist auch deutlich geworden, es geht nicht einfach nur darum, wie viele Wohnungen baut Berlin, sondern wie schaffen wir es, bezahlbare, leistbare Wohnungen zu bauen. Und die sollen dann auch noch in der Qualität sein, dass wir alle gern drin wohnen wollen. Und um diese drei Themen miteinander zu verknüpfen, das ist hier eigentlich ganz gut gelungen. Und mir hat auch gefallen, dass es sozusagen nicht mehr der klassische, wie es beim alten Stadtforum häufig war, der klassische Diskurs war, da sind Experten und die haben einen Vorsprung an Fachwissen und dann stellen die Bürger Fragen, sondern dass das gerade in den Foren eine sehr gleichberechtigte Debatte war, wo viele konkrete Vorschläge, politische Vorschläge auch aus dem sogenannten Publikum waren. Also und Publikum muss man in Anführungszeichen schon setzen, weil es war tatsächlich ein Forum, wo es eine gemeinsame Diskussion gegeben hat und das macht eigentlich ein Versprechen auf mehr. Und in dem Stadtentwicklungsplan ist ja zwar an letzter Stelle im Moment genannt, aber vorhin auch als einer der wichtigsten Punkte geadelt, die Partizipation der Verfahren genannt worden. Und darauf wird es ankommen, wie kann man diese Energie, die in diesen Diskussionen aufblitzt, wie kann man die tatsächlich nutzbar machen, um die Stadt so zu gestalten, dass wir auch in 20 oder in 25 Jahren noch drin wohnen können und auch mit allen anderen, die vielleicht noch nicht so viel Geld haben. Ja, ich bin ja ganz viel mit den, ich sage mal so, die kämpfenden Hausgemeinschaften verbunden, also Hausgemeinschaften, die gerade Angst vor Modernisierung, vor Verdrängung, vor Mietstreikung und sozialen Wohnungsbau haben. Da waren etliche hier, sowohl vom Pankower Mietenprotest waren Leute hier, von Kotti und Co. waren Mieterinnen hier, die sich seit vielen Jahren engagieren, weil sie Angst haben, dass ihnen die Miete über den Kopf wächst. Und das ist sicher jetzt nicht der Gros des Personals gewesen, die hier diskutiert haben. Also waren ja auch viele Fachleute da. Ist auch wichtig, dass aus den Bezirken, aus den Verwaltungen Leute da waren, von den BVVen. Aber es ist tatsächlich kein abgehobener Diskurs. Und ich habe auch viel gesehen, dass von den Initiativen und auch von den sozusagen unmittelbar Betroffenen die Leute sich zu Wort gemeldet haben und sozusagen nicht einfach nur bittstellermäßig Fragen formuliert haben, sondern gesagt haben, hier, wir haben konkrete Vorstellungen, wir haben konkrete Forderungen. Und das zeigt, dass das tatsächlich ein Aufbruch in Berlin sich in den letzten Jahren sozusagen nicht nur auf der Straße artikuliert hat, sondern dass der inzwischen in Räumen stattfindet, in denen das politische Programm für die nächsten Jahre zumindest diskutiert wird. Ja, und wie viel davon dann an Mitgestaltung am Ende auch tatsächlich sich in Stadtentwicklungsplänen, in konkreten Programmen wiederfindet, das ist sozusagen die Herausforderung, an der aber, glaube ich, die neue Politik auch gemessen werden muss. Ich war jetzt nicht in allen Foren. Ich habe mir das Forum zur Bodenfrage und zum leistbaren Wohnen angeschaut. Und da gab es letztendlich, wie auch in den größeren Inputs, sozusagen eine Antwort, die zunächst heißt, wer die Mietsteigerung in der Stadt dauerhaft auflösen will und stoppen möchte und wer tatsächlich leistbares Wohnen auch in den Neubauprojekten realisieren will, der muss an die Bodenfrage ran. Ja, also das war in allen vier Foren, ist die Grundstücksfrage, die Bodenfrage diskutiert worden. Das Land Berlin braucht einen neuen Zugriff auf Grund und Boden und wir brauchen andere Mechanismen als den Marktmechanismus, um Boden an Bauherren zu geben. Und wenn soziale Bauherren gemeinnützige Träger bauen sollen, dann müssen die in Erbpachtverträgen oder in anderen Formen zu sehr günstigen Konditionen nutzen können. Ein zweiter Punkt, der ganz klar auch schon im Input-Vortrag benannt wurde, ist, der Staat muss wieder eine Verantwortung bekommen. Ja? Und die Jahrzehnte, in denen wir darüber gesprochen haben, dass Private sowieso alles besser können, dass man Wohnungen verkauft und an Private weitergibt, die müssen vorbei sein. Und das war ein großes Plädoyer für sozusagen hartes öffentliches Eingreifen, wenn wir an Milieuschutzgebiete, Vorkaufssatzungen, Nutzen von Enteignungsmöglichkeiten etc. denken, aber eben auch ein Plädoyer dafür, die Wohnungsbaugesellschaften, die dem Land gehören, also öffentliche Wohnungsbaugesellschaften sind, für so einen leistbaren Wohnungsbau und für einen sozial orientierten Wohnungsbau viel, viel stärker zu nutzen. Ja? Wohnungsbaugesellschaften waren auch ihr, haben wir mit diskutiert, da ist zum Teil auch deutlich geworden, die haben auch noch eine große Wegstrecke vor sich, wenn sie die Vorstellungen, die es hier in der Stadtgesellschaft gibt, in ihren Bauprojekten umsetzen wollen. Also die denken noch an manchen Stellen zu sehr in Quadratmeter und Projektzahlen und noch zu wenig, glaube ich, an tatsächlich die Lebensqualitäten und die Offenheit und die Mischung auch mit anderen
Trägern und Akteuren und kleinen Gruppen zusammenzuarbeiten. Aber das ist in der Koalitionsvereinbarung festgeschrieben. Das ist im Stadtentwicklungsplan Wohnen in den Leitlinien diskutiert und bin relativ zuversichtlich, dass wir da Formen finden, wie das tatsächlich in einer gemeinsamen Arbeit auch dazu kommt, dass das Potenzial, was die Stadt ganz offensichtlich hat, an Selbsthilfe, an Kreativität mit Staatsapparaten und Wohnungsbaugesellschaften gemeinsam zu einem besseren Berlin führt.